Fast wie in einer echten Castingshow geht es zu bei der SPD. Gleich zu Beginn gibt das erste Kandidatenpaar auf, die Oberbürgermeister von Bautzen und Flensburg. Alexander und ich, wir haben uns entschieden, dass wir unsere Kraft aus unserer Kandidatur mit all unseren Unterstützern übergehen lassen wollen in das Team von Norbert und Saskia. Gemeint sind der ehemalige Finanzminister Walter Borjans und seine Duettpartnerin Saskia Esken. Die Show aber muss weitergehen. Ich bin der Meinung, dass ich ein echter, truly Sozialdemokrat bin. Wir müssen Vermögenssteuer einführen, wir brauchen eine höhere Einkommensteuer. Schluss mit Basta! Den meisten Applaus vom Publikum bekam überraschend das bislang eher belächelte Duo aus einem aktuellen Parteivize und einer zweimal gescheiterten Präsidentschaftskandidatin. Als Herz und Hirn sind Gesine Schwan und Ralf Stegner hier auf der ersten Regionalkonferenz aufgetreten. Sie strahlt und witzelt und überträgt das auf ihren sonst eher zurückhaltenden Partner. Überraschend wenig wird über die Zukunft der GroKo gesprochen, mit einer Ausnahme. Während die anderen Teams sich mit Sozialpolitik beschäftigen, schimpft Lauterbach über die CDU. Viel Applaus bekommt er dafür in Saarbrücken nicht. Schließlich war er es, der einst für die GroKo gestimmt hat. Die SPD-Castingshow geht mit den 15 verbleibenden Kandidaten nun in 22 weiteren Städten weiter. Finale ist erst Anfang Dezember der Parteitag. Bis dahin entscheidet eine riesige Jury, bestehend aus 440.000 Parteimitgliedern.